Ich schon wieder? Ja. Immer wenn ich hier sitze, muss ich abmoderieren. Aber du machst das so schön. Na gut, dann mache ich das. Guten Morgen, liebe App-Power-User-Freunde oder wann auch immer ihr das hört. Für uns ist es noch relativ früh am Morgen und wir begrüßen euch zum App-News-Podcast mit meinen zwei Mitstreitern Fabian. Hallo. Fabian, danke. Hallo, Wolf. Und Tim. Hi. Hi, Tim. Tim klingt viel energetischer als Fabian. Ja, ich war überrascht jetzt, von es hat mich überrumpelt. Ja, das tut mir leid. Beim nächsten Mal werde ich dich vorwarnen. Achtung, Warnung. Ich werde euch gleich zur ersten News befragen, die wir hier auf unserem Notizzettel stehen haben. Yeah. Nämlich, Überschrift lautet, und damit ist eigentlich auch schon fast alles gesagt, Call of Duty für Vita. Was gibt's denn dazu zu sagen? Naja, also eigentlich war die News ja, dass wir darüber sprechen wollten, dass die Vita diese Woche erscheint in Deutschland, nämlich am Mittwoch. Yay! Ja. Tim, du hast dich ja sehr eingängig mit diesem Gerät beschäftigt. Wir haben es auch schon sehr oft im Podcast thematisiert und deswegen nochmal ganz kurz gefragt, vielleicht würdest du das Ding jetzt kaufen? Nö. ja, das ist ganz einfach zu erklären. Also das Gerät an sich ist technisch einwandfrei und super und toll. Aber erstens bin ich nicht unbedingt so der Handheld-User. Also die Sache ist, ich finde, man muss das auch wieder unterscheiden. Irgendwie so PlayStation ist für mich, Sony macht für mich halt keine Handhelds so. Das ist irgendwie immer noch Nintendo-Metier für mich. Weil die einfach die Spiele haben, was dann auch der entscheidende Punkt ist natürlich, dieses Gefühl von Handheld, dass man irgendwie dass man zwischendurch mal irgendwie kurz spielt oder sowas, das vermitteln die einfach viel schöner. Und das ist einfach der Grund. Es gibt keine Spiele, die mich bisher so überzeugt hätten, dass ich sagen würde, ja, die Vita ist jetzt meins. Nicht mal Uncharted zum Beispiel? Ja, Uncharted hat das große Problem, so einem Launchline-Up zu gehören, was komplett alles Tech-Demos sind. Also die zeigen komplett, was die Hardware kann, aber können sich als Spiel nicht wirklich entfalten. Okay, wir werden ja diese Woche auch einen großen Beitrag in der Sendung dazu haben. Ich habe die Spiele auch teilweise mal gespielt, was ich noch nicht kenne. Das hast du ja, glaube ich, nochmal gezeigt, das Escape Plan, wo sich ja viele Leute was von erwarten. Ist es jetzt gut oder ist es auch eher so ein Gimmick-Spiel? Es ist erstmal stilistisch sehr schön. Mhm. Also von vorne bis hinten, die Atmosphäre und so stimmt. Was ich allerdings hatte, es gibt so Steuersequenzen, wo man zum Beispiel gleichzeitig mit dem Pad hinten und dem Touchscreen steuern muss. Also quasi, dass man um das Gerät rumfasst und mit Daumen und Zeigefinger drüber wischt und so. Und diese Synchronität, die ist oftmals irgendwie nicht so gegeben. Vor allem, weil man nicht genau weiß, welche Höhe man dann mit dem Finger hinten hat. Okay. Und das war dann in dem Moment ein bisschen frustrierend. Aber alles in allem, dadurch, dass es ist ja ein Rätselspiel, dadurch, dass die Rätsel immer komplexer werden, man zwischen zwei Charakteren hin und her switchen muss und so weiter, gewinnt das schon an Fahrt. Und das ist, also es ist für mich mit, und jetzt kommt's, Wipeout, das bisher überzeugendste Spiel auf der Vita gewesen. Cool, und es kostet doch nicht so viel, oder? Nee. Ich glaube 12,99 € oder was soll das hier kosten? Also das ist eigentlich, wenn man so will, der richtige Weg für die Vita. Absolut. Was mir am Wochenende wieder echt schockiert hat, wir hatten uns ja letzte Woche, also nicht im Podcast, aber so in der Redaktion mal kurz über dieses Dungeon Hunter Alliance unterhalten, was von Gameloft so ein Diablo-Klon ist, der auch zum Launch kommt, der auch Vollpreis kostet. Ja, soweit ich weiß, ja, 50, glaube ich. Was war jetzt am Wochenende im Angebot? Nicht für iOS, sondern für den normalen Mac App Store. Also zum Beispiel hier für den Mac, den ich hier stehen habe, das gleiche Spiel für 79 Cent. Ja, ich habe das damals, gab es das auch für Android halt umsonst einfach mal. Da habe ich mir das dann mal gezogen gehabt und war damals schon nicht so angetan. Und es ist halt einfach, es ist Handy-Grafik auf der Vita. Also ja. Es kann weder durch die Steuerung punkten, noch durch den Umfang, noch durch das Grafische. Es ist halt einfach, wie du schon meintest, ein Gameloft-Spiel, ein Handyspiel, fertig. Wobei die ja nicht schlecht sind, die sind aber definitiv nicht mehr als eine einstellige Eurozahl wert und eher eine niedrige. Ja, eben, aber du willst ja auch kein PlayStation 1-Spiel auf der PS3 spielen irgendwie. Wobei das ein lustiger Punkt ist, PlayStation 1-Spiele auf der Vita zu spielen, weil geht ja nicht bisher. Und jetzt hat Sony über Twitter bekannt gegeben, dass sie das jetzt noch nachreichen werden. Alles andere wäre aber auch eine ziemliche Frechheit gewesen, nachdem die Leute sich schon mal PS1-Spiele gekauft haben, um sie auf der PS3 und der PSP zocken zu können, dann zu sagen, auf Vita geht das nicht mehr. Das wäre blöd. Soll jetzt über ein Update nachgeschoben werden. Was aber nicht kommen soll in dem Zusammenhang, es soll keine PS2 und keine PS3-Spiele auf Vita geben, was ich wiederum ein bisschen komisch finde. Also PS3 kann ich schon verstehen. Also gut, es gibt ja die portierten Dinger, so wie Marvel vs. Capcom 3 und sowas. Ja. Aber ich glaube, da reicht die Rechenleistung einfach echt noch nicht auf, um mir außer man geht jetzt über diese Indie-Schiene, so wie Flower oder sowas, das würde vielleicht funktionieren. Ja, aber warum kann ich nicht sagen, also der Aufwand wird ja nicht so
gravierend sein, um ein Spiel wie zum Beispiel Virtual Tennis World Tour oder Ultimate Marvel vs. Capcom, die kommen ja sehr nah an das PS3-Spiel ran, das irgendwie qualitativ anzupassen, und dann verkaufe ich das PS3-Spiel und lege da einfach noch einen Download-Code bei oder sowas, dass ich mir die Vita-Version da auch holen kann, weil das ist ja beides der falsche Weg. Es ist zu sagen, wir enthalten euch diese Spiele komplett vor, aber auch zu sagen, wenn ihr zweimal Virtual Tennis spielen wollt, dann bezahlt ihr bitte auch zweimal 50 Euro, um das Spiel zu spielen. Das macht ja auch keinen Mensch. Ja gut, aber glaubst du nicht, dass da vielleicht irgendwann der Schritt kommt? Also es ist ja jetzt zum Beispiel, das ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, aber weil viele Blu-Rays haben noch die DVD mit drin und einen Download-Code zum Beispiel für den Film. Und ich finde es in dem Moment zwar immer Quatsch, noch eine DVD zu haben, aber wenn man das jetzt auf die Vita PlayStation 3 Geschichte überträgt, also ich glaube schon, dass das irgendwie, vielleicht auch gar nicht unbedingt bei den First-Party-Entwicklern, aber vielleicht irgendwann, vielleicht kommt das ja. Ja. Vielleicht will Sony auch vermeiden, dass die Vita einfach nur als PS3 Abspielstation gesehen wird. Weißt du? Also vielleicht wollen die den emotionalen Effekt vermeiden, dass du dir gar keine Vita-Spiele kaufen brauchst, weil du Vita ja nur in Anführungszeichen zum mobilen Spielen von deinen PS3-Titeln benutzt. Mhm. Weißt du? Also vielleicht wollen die Vita längerfristig auch so aufbauen, dass es eine völlig gleichberechtigte und starke mobile Konsole ist und du als Vita-Käufer nicht davon abhängig bist, möglichst viel PS3-Titel zu haben, sondern du sollst dir ja schön die ganzen geilen exklusiven Vita-Dinger, die möglicherweise auch dann wirklich exklusiv nur für die Vita gemacht werden, die sollst du dir schön alle nachkaufen und nicht einfach nur das, was du eh schon hast, auf der Vita zocken. Weiß ich nicht, vielleicht steckt das auch dahinter. Ja, aber da ist halt die Frage, also muss die Vita halt auch echt stark am Markt erstmal sein, um mit sowas dann auch noch erfolgreich sein zu können. Ja, ich weiß auch nicht, ob das so eine wahnsinnig kluge Strategie ist. Also gerade, weil ich dachte, dass auch Sony dahin gehen möchte, dass quasi alles dass du quasi immer Teil des PlayStation-Netzwerks bist. Also weißt du, dass du, ob du jetzt eine PS3 oder eine Vita hast, aber dass du dich so connecten kannst mit allen Konsolen und allen Spielen, die du hast, dass du quasi egal wo du bist, das ganze Sony-Erlebnis haben kannst. Und jetzt splitten sie es ja doch wieder so ein bisschen auf. Und also mich als potenziellen Käufer schreckt das auch so ein bisschen ab. Also ich wüsste nicht mal, wenn ich eine Vita hätte, ob ich das jetzt bräuchte, dass ich PS2 und PS3 Spiele spielen kann. Aber zu wissen, dass ich es nicht kann, finde ich irgendwie schon wieder ein bisschen abtönend. Finde ich auch blöd, ja, tatsächlich. Deswegen, weiß ich, muss man sehen, ob da nicht vielleicht der Geiz einen großen Erfolg da doch im Wege steht. Ja, wobei wir jetzt ja auch immer, ich glaube, in den letzten Wochen echt viel auch gemeckert haben und viele Kritikpunkte angesprochen haben am Gerät, möchte ich jetzt nochmal sagen, also ich kaufe sie mir, ich habe sie mir vorbestellt und ich freue mich tatsächlich auch drauf, also auch weniger, weil jetzt es irgendwie herausragende Spiele jetzt gerade schon gibt, aber ich finde immer so mobile Gadgets irgendwie ganz, ganz geil und wenn man halt mal sieht, was sie kann, dann ist der Preis, natürlich ist es teuer im Vergleich auch zu dem, was stationäre Konsolen nur noch kosten, aber für ein mobiles Gerät ist es einfach auch sehr, sehr leistungsstark und wenn ich gucke, was ein iPad zum Beispiel kostet, klar, damit kann man noch ungleich mehr machen, ist auch größer, aber also es ist nicht unverschämt, was sie für einen Preis dafür aufrufen und vielleicht kommen in Zukunft echt auch nochmal eine ganze Menge geile Spiele raus. Zum Beispiel, um jetzt mal den Bogen zu schlagen zu dem, was du am Anfang gesagt hast, hat jetzt ein hochrangiger Sony-Mitarbeiter bestätigt, dass im Herbst Call of Duty auch auf die Vita kommen soll, was jetzt erstmal nicht so bemerkenswert ist, weil es klar war, dass wenn die Vita erstmal raus ist, die Franchises auch dafür kommen werden. Das ist aber deswegen bemerkenswert, weil Activision ja bisher ein Publisher war, der die Vita überhaupt nicht unterstützt. Sie haben kein einziges Spiel dafür am Start, was mich echt gewundert hat, dass sie nicht mal so ein Spider-Man genommen haben und das portiert haben oder auch ein Call of Duty vom letzten Jahr. Das wäre wahrscheinlich auch nicht so viel Arbeit gewesen, da den Singleplayer-Modus rauszuziehen und das für Vita nochmal schnell rauszuhauen, das wahrscheinlich auch gut zu verkaufen dann. Aber da scheinen sie wirklich sehr wenig Vertrauen erstmal in das Gerät gehabt zu haben. Ja, vermutlich. Aber natürlich so gesehen markttechnisch ganz clever, weil sie davon ausgehen können, dass wirklich, ja, ich würde mal sagen, 80% der Leute, die einen Vita haben, werden sich dann vermutlich auch Call of Duty kaufen. Also vielleicht auch nur aus der Not herausgeboren, dass es jetzt nicht so wahnsinnig viele andere Spiele gibt, die man haben muss. Und da jetzt ein Call of Duty anzubieten, also kommt spät, aber ich finde, das ist nur konsequent. Und ich glaube, ihrem Aktienkurs wird das jetzt auch nicht schaden. Ja, es ist ja auch quasi, bis dato gibt es, glaube ich, noch das Unit 13, ja, was so in diese Shooter-Richtung geht. Das hat mir jetzt persönlich nicht so gefallen. Das kommt ja von den SOCOM-Entwicklern. Wenn da dann was Hochkarätigeres, also ich kann es mir gerade schwer visuell vorstellen, wie es dann, es wird ja trotzdem natürlich der Ego-Shooter bleiben. Das heißt, da bin ich gespannt drauf, wirklich, wie sich das nachher vor allem visuell darstellt. Wieso, kannst du dir das schlecht vorstellen? Meinst du es? Ich weiß nicht, irgendwie hat man, ich finde dadurch,
dass man zum Beispiel jetzt, wenn man es auf der PlayStation oder Xbox spielt, hat man den Controller in der Hand und den Bildschirm davor und beziehungsweise dahinter. Und das ist irgendwie so eine Instanz, die mir dann gerade so fehlt, weil man quasi die Hände direkt am Bild hat. Und da sie ja eh momentan alle darüber gehen, dass man dann auch irgendwie Waffenauswahl über den Bildschirm macht und darauf rumtippt und so, weiß ich nicht. Also da bin ich tatsächlich sehr gespannt, wie das nachher sich zeigt. Mhm. Übrigens, wo wir gerade bei Activision sind, ich habe gerade gelesen, dass Bobby Kotick sitzt jetzt im Vorstand von Coca-Cola. Ach was, neben seiner Position bei Activision ist er noch nicht ausgelastet. Ja, nebenher saß er ja auch noch bei Yahoo im Vorstand. Ach Quatsch. Ja, der muss so unfassbar viel Asche haben, der Mann. Ja. Das ist wirklich nicht mehr feierlich. Ja, und jetzt halt irgendwie auch noch Coca-Cola. Also jede Coca-Cola, die ihr trinkt, spült wahrscheinlich 0,5 Cent in seine Taschen, ganz privat. Krass. Überlegt es euch beim nächsten Mal. Vielleicht doch mal zur Alternative greifen. Ja. Ja. Apropos Alternative, wer am Mittwoch keine Vita kaufen will, das ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, es kommt noch ein anderes Spiel raus, was ein bisschen, also ich wusste, dass es irgendwann kommt, aber jetzt doch relativ plötzlich, und ich freue mich eigentlich drauf, weil ich das Vorgängerspiel und auch alle Add-ons durchgespielt habe, und zwar ist das für Xbox Live Arcade, Alan Wake's American Nightmare. Absolut, da freue ich mich wirklich drauf. Weiß jemand von euch was darüber? Was? Also klar, das sieht genauso aus wie das alte, aber ist das jetzt... knüpft es an die Story an, ist das unabhängig davon? Es ist wohl 6 Jahre danach und es geht darum, dass Alan Wake mittlerweile ein alter Ego entwickelt hat, was böse ist. Mr. So und so. Scratch. Scratch, genau. Und der hat ja schon im Hauptspiel eine prominente Rolle gespielt, Mr. Scratch. Ist das also, so? Also mir kam der Name jetzt nicht so... Doch. Ja, okay. Als es dann um, je mehr Manuskriptseiten du gefunden hast, und wir wollen jetzt vielleicht Alan Wake nicht komplett spoilen, weil der eine oder andere es ja vielleicht doch nochmal spielen mag, aber Mr. Scratch ist schon in Alan Wake, also im eigentlichen Hauptspiel, ist der schon vorgekommen. Ja. Peinlich. Kannst du mir das auch nochmal kurz erläutern, also ohne es jetzt zu sehr zu spoilern, weil ich weiß das auch nicht mehr, wer Mr. Ja, aber es ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, ohne es zu spoilern. Aber das heißt, Mr. Scratch war auch die Figur, die quasi in den Fernsehgeräten eine Rolle gespielt hat. Ja, genau. Okay. Ja, genau, so kann man es, glaube ich, sagen, ja, exakt. Ja, genau, aber Entschuldigung, Tim, ich wollte dich nicht unterbrechen, bitte mach weiter. Ach so, was mir jetzt, ich hatte gestern einen Trailer gesehen, der irgendwie Twilight Zone-mäßig angehaucht sein sollte. Etwa der Trailer, den wir auch im Trailerpark gehabt haben am Donnerstag? Oder Freitag, oder wann das war? Natürlich, Wolf. Wo, mit der Tussi im Bett da, im Hotelzimmer? Ich glaube tatsächlich nicht. Nein, das war tatsächlich eine Aneinanderreihung von Combat-Momenten. Ach so, ja, nee, dann nicht. Und was mir da aufgefallen ist, im ersten Teil war es ja so, es gab 3 oder 4 Gegnertypen. Ja, also so menschliche. Ja. Und da haben sie jetzt richtig, also es sah schon, da waren auf einmal Spinnen mit zu sehen, es waren irgendwie Gegner, die sich halbiert haben und also sehr viel Neues. Da bin ich ein bisschen, ich fand tatsächlich diese Monotonie in Alan Wake an sich, sich nicht unbedingt ständig auf was Neues einstellen zu müssen, gar nicht so verkehrt. Ich fand, es war ein bisschen überstrapaziert. Also irgendwann habe ich die immer gleichen Typen in Holzfällerhemden dann schon mal satt gehabt. Also das hatte dann nicht seine Stärken in der Gegnervielfalt. Und auch manche Kampfpassagen kamen mir ein bisschen gestreckt vor. Ich fand das Spiel an sich echt gut und freue mich auch, wenn es jetzt weitergeht. Aber ich finde es auch gut, wenn sie da ein bisschen versucht haben, mehr Vielfalt reinzubringen. Und ich persönlich habe da auch bei so einem jetzt ja nicht unbedingt so in der Wirklichkeit verorteten Setting keine Probleme damit, wenn da irgendwie Monster oder Riesenspinnen oder sowas auftauchen. Nee, klar, aber die Stärke war ja eh immer die Story. Und finde ich jedenfalls. Und ich hoffe, die führen sie so souverän weiter, wie sie es im Hauptspiel und in Addons getan haben. Da mache ich mir fast keine Sorgen. Also was auch noch drin sein soll, ist ein Horde-Modus, was ich von der Idee her auch ganz lustig finde. Und ein paar Leute, die schon spielen konnten, meinten auch, dass es erstaunlich viel Spaß macht und sehr gut funktioniert. Also das kann ich mir auch wirklich extrem gut vorstellen, dass du von der Dunkelheit bedroht bist. Wahrscheinlich gehen dann auch nach und nach die ganzen Lichter aus. Also du wirst gezwungen, dich immer weiter zurückzuziehen und da zu überleben. Das stelle ich mir als eine recht spannende Angelegenheit vor. Ja, ansonsten hast du schon gesagt, 6 Jahre nach dem Hauptspiel spielt es. Aber was jetzt ganz genau der Twist sein wird, ist mir auch nicht klar. Und ich habe auch mal versucht, jetzt gar nicht so irre viel über den Inhalt und die Story zu lesen. Also diese ganzen Previews und Entwicklertagebücher und Trailer-Analysen, die verleihen es mir immer so ein bisschen. Deswegen weiß ich auch jetzt nicht
irre viel darüber, was in American Nightmare eigentlich passiert, aber freue mich auch extrem drauf. Also ich bin nach der ersten relativ mauen Stunde, die ich jetzt nicht so toll fand, bin ich das echt ein großer Alan Wake-Fan geworden. Das hängt dir immer noch nach, diese eine Stunde, ne? Ja, das ist wirklich, ich muss es immer erwähnen, weil viele Leute denken, wenn man ein Spiel eine Stunde spielt und es entweder ziemlich gut oder relativ mau findet, dass es dann ein abschließendes Endfazit ist. Und deswegen muss ich immer wieder dazu sagen, nee, die erste Stunde, die kann ja auch, wie im Fall von Alan Wake, die war nicht so toll, aber dann wird das Spiel wirklich sehr, sehr gut. Oder genauso kann es auch mal andersrum sein. Deswegen muss man es immer dazu sagen. Also ich finde im Nachhinein Alan Wake immer noch echt sehr, sehr gut und kann es jedem nur empfehlen, zumindest mal es anzuspielen. Und was die Story und die Atmosphäre und auch den Soundtrack, was das alles angeht, wenn die wieder an das Hauptspiel anknüpfen, dann wird das, glaube ich, ein echt feines Ding. Also ich freue mich wirklich drauf. Ich habe echt Bock drauf. Ja, was man im gleichen Atemzug vielleicht noch sagen kann, ich hatte vor ein paar Tagen gelesen, dass jemand von, kommt das eigentlich immer noch von Remedy? Ja. Das habe ich mich auch neulich gefragt. Doch. Und ja. Da hat jemand mit einer recht hohen Position verlauten lassen, dass halt sie nicht abgeneigt werden. Ich weiß, das ist immer dieses PR-Gelaber. Dass Alan Wake 2 quasi nicht in der Pipeline ist, aber dass wohl irgendwie die Grundlage dafür auf jeden Fall da ist. Und es je nachdem scheinbar, wie sich dann nachher das American Nightmare schlägt, vielleicht auch Chance auf ein Teil 2 besteht. Ja gut, das hat man aber auch schon oft gehört mittlerweile. Das ist auch ein bisschen ein albernes Argument. Das war ja auch mit Rayman Origins und Beyond Good and Evil 2 so von wegen, jetzt kauft aber bitte mal das Spiel, sonst machen wir kein anderes Spiel, das ihr vielleicht auch gut finden würdet. Also klar, aber das ist auch, ich meine, das hängt immer damit zusammen, wenn sich ein Spiel nicht gut verkauft, dann wird es wahrscheinlich auch keinen Nachfolger geben und umgekehrt wird es einen geben, wenn es sich gut verkauft. Also finde ich ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, aber also ich kann mir das aber echt sehr gut vorstellen, allein weil der Name Alan Wake mittlerweile einfach so ein gewisses Prestige hat. Also zumindest so in Xbox-Kreisen, wie man jetzt zum Spiel steht, ob man das jetzt wirklich ziemlich gut fand oder doch eher enttäuschend nach den 6 Jahren Wartezeit, aber Alan Wake ist irgendwie so ein Name, der ist immer präsent und naja, so eine kleine Marke haben sie sich ja echt schon aufgebaut. Also der Name hat ja einen gewissen Klang. Und ich kann mir vorstellen, wenn American Nightmare halbwegs gut läuft, dass Xbox zumindest, also Microsoft da ein bisschen Geld reinpumpt und ein möglicher zweiter Teil echt vielleicht so in 1-2 Jahren auf uns wartet. Also so ganz ausgeschlossen finde ich es nicht. Aber natürlich steigen wahrscheinlich die Chancen, wenn sich American Nightmare gut verkauft. Ja, das ist natürlich klar. Ich finde es auf jeden Fall schön, dass sie nach dem doch recht mauen Alan Wake-Verkäufen den Franchise einfach jetzt nochmal, wenn auch nur Arcade, aber nochmal eine Chance gegeben haben. Das finde ich halt echt gut. Und der erste Teil kommt doch auch jetzt gerade für PC irgendwie raus, oder? Das sind diverse Mal in Pressemitteilungen gelesen. Ja, aber leider nicht grafisch aufgewertet, was dem Ganzen, glaube ich, nochmal... Also, die Cutscenes, sage ich mal so. Der Rest, den fand ich eigentlich sehr stimmig, so das Gameplay. Aber die Cutscenes waren dann doch sehr vorzeitig. Gerade ja. So die Gesichter und sowas. Ja, ohnehin nach wann war Alan Wake? Vor einem Jahr? Vor anderthalb Jahren? Nee, schon länger. Das ist vor 2 Jahren? Ja. Echt? Ja, stimmt. Also dann einen nicht überarbeiteten Titel 2 Jahre später nochmal für den PC rauszubringen, das halte ich taktisch für relativ unclever. Also da gibt's auf jeden Fall gibt's Fangemecker. Und ich weiß nicht, ob sie sich damit so einen großen Gefallen tun, das überhaupt noch rauszubringen, okay, aber dann hätten sie, wie gerade schon du meintest, Tim, hätten sie echt noch ein bisschen aufpolieren müssen und ein bisschen aufhübschen müssen. Und so, glaube ich, wird das eher ein kleiner Boomerang. Also ich weiß nicht, ob sie der Marke Alan Wake jetzt einen Gefallen damit tun, 2 Jahre später nochmal für den PC rauszubringen. Vielleicht wird es so wie bei Resident Evil 4, dass dann irgendwie so Texturen-Packs von Fans gemacht werden oder der Entwickler selber dann doch nochmal sagt, hier habt ihr ein paar schönere Texturen. Weil da war das ja auch sehr, dass gerade die Zwischensequenzen wohl sehr bescheiden dann aussahen in der höheren PC-Auflösung und das Spiel dann nochmal hübsch gemacht wurde, indem einfach nachträglich nochmal andere Texturen veröffentlicht wurden. Naja, aber ich meine, sie hatten ja 2 Jahre Zeit und das jetzt nochmal nachträglich was anzubieten, nachdem das Spiel nachträglich kam... Ich weiß nicht, ich will nicht sagen, die sind faul, aber das wird auf jeden Fall der große Fanaufschrei sein, wenn es dann, weiß nicht, 3 Monate später schon so ein Texturen-Pack gibt oder sich die Fans da selber drum kümmern müssen. Mhm. Aber naja, auf jeden Fall am Mittwoch Alan Wake American Nightmare für Xbox-Spieler wird, glaube ich, echt ein feines Ding. Weiß man schon, was das kostet? Habe ich auch gerade eben schon überlegt, ich würde jetzt 12 oder 1600 bitten. Ich glaube, ich habe gelesen 1200, kann aber auch sein, dass ich mich irre. Vielleicht sind es auch 1600. Mach aber gut. Ja, da würde ich es auch verorten, das glaube ich schon. Ja. Ja. Was auch am Mittwoch noch kommt für PS3, beziehungsweise am Dienstag schon für Xbox Live-User, ist eine Demo zu SSX, dem neuen Snowboard-Spiel von EA. Hat jetzt, glaube ich, keiner hier gespielt außer mir. Ich habe das mal kurz angezockt. Das ist lustig. Das macht auch Spaß, es sieht okay aus, ist extrem prollig, hat so auf diese ganze EA Big mit DJ Atomica
super krasse Typen fahren den Berg runter Schiene. Yo. Ich glaube, dass Hauke sehr darauf angesprungen ist. Ich wollte gerade sagen, der hat es scheinbar sehr gut getroffen. Ich will auch gar nicht zu viel sagen. Nee. Aber vielleicht sieht man es in der Sendung nochmal irgendwann. Es war sehr schön, Hauke und die Treppe. Ja, ja. Das Spiel kommt. Kleiner Teaser. Ja. Am 1. März dann in Deutschland raus und ja, da werden wir vielleicht auch nochmal was in der Sendung zu haben. Wollen wir hoffen. Hoffen wir es mal. Bestimmt. Ja. Wir haben schon ein gutes Spiel für Leute, die drauf Bock haben. Also früher fand ich das ganz gut. Ich fand es auch gut. Also das war so, man hat sich mit einem Kumpel hingesetzt und das gespielt. Ich will nichts gegen SSX sagen. Nein. Das ist ein schönes Franchise eigentlich, aber lange brach gelegen. Das letzte war ein Wii-Spiel vor 5 Jahren, was nicht so gut war. Stimmt, das war nicht so gut. Aber vielleicht auch ganz clever, dass eine große Marke vielleicht auch mal ein paar Jahre ruhen kann, um dann zu alter Stärke zurückzufinden. Und nicht wie andere Serien jedes Jahr ein Update zu bringen und die Leute nach 5 Jahren echt tödlich zu langweilen. Von daher, vielleicht gar nicht so schlecht mal. Ein kleines Päuschen hin und wieder kann ja auch nicht schaden. Tim. Apropos. Reihe und Päuschen, ne? Ja, Far Cry. Hat ja auch eine lange Pause gehabt nach dem zweiten Teil. Der war auch scheiße. Ich fand den auch eher enttäuschend. Ich bin aber ein großer Fan nach wie vor des ersten Teils. Ich weiß nicht, ob den jemand mal auf dem PC damals gespielt hat. Ja. Also was der so an Umgebung hatte und wie gut man da planen musste, irgendwie in so eine Basis reinzulaufen. Man hatte sehr viele Möglichkeiten, das irgendwie anzugehen. Die Gegner waren echt nicht ganz blöde. Also es war schon eine sehr intensive Spielerfahrung, sage ich jetzt mal, die man da hatte. Also sehr abgehoben von vielen anderen Shootern der damaligen Zeit. Das hat es mit dem zweiten dann schon ein bisschen, oder eigentlich komplett schon umgekehrt. Wobei man ja jetzt sagen kann, quasi, dass das Setting des ersten noch länger geruht hat, über den zweiten Teil hinweg und jetzt in 3 wieder da ist. Mhm. Soll im September kommen. Jetzt gab es letzte Woche einen neuen Trailer. Den haben wir uns gerade nochmal angeschaut. Wolf, du hast dich ja auch schon tiefgehender dazu letzte Woche beim Trailerpark geäußert. Was sind denn deine Gedanken zu dem Trailer? Ich finde, also der Trailer ist natürlich handwerklich, ist der echt gut. Ich habe mich sehr gefreut, mal wieder was von Far Cry zu sehen. Vor allem habe ich mich gefreut, mal wieder demnächst als Shooter präsentiert zu bekommen, der nicht in diesem Modern Warfare Setting spielt oder in irgendeiner düsteren Zukunftsutopie, wo Leute Chips in sich tragen. Und du meinst Dystopie. Dystopie, stimmt. Utopie ist ja was Cooles. Dystopie. Danke, Tim. Bitte. Also schon da, deswegen freue ich mich einfach auf Far Cry. Und was jetzt den Trailer an sich angeht, ich finde das immer so ein bisschen schwierig. Der ist natürlich sehr gut. Also handwerklich ist er echt schön, macht mir auch Laune aufs Spiel. Aber ich kann jetzt natürlich noch nicht wirklich auf irgendwelche Merkmale im eigentlichen Spiel schließen, so ein Trailer. Also da geht ja der Trend auch jedes Jahr aufs Neue immer weiter dahin, Trailer zu produzieren, die fast schon filmreif sind, die unglaublich geil inszenierte Action zeigen. Vom eigentlichen Spiel aber wenig bis nichts. Und deswegen würde ich sagen, ich schaue mir echt den Trailer sehr, sehr gern an. Ich finde den echt gut, aber das heißt nicht, dass ich mich nur aufgrund des Trailers auf Far Cry freue. Also ich freue mich eigentlich auf Far Cry deswegen, obwohl ich den zweiten ziemlich enttäuschend fand, wie du auch, Fabian. Aber ja, ich freue mich einfach mal wieder ein anderes Setting zu haben. Also so eine Sonneninsel und mich da irgendwie mit so einer Machete durch die Palmen zu schlagen und an irgendwelche Rebellenstützpunkte ranzuschleichen. Da habe ich persönlich einfach Bock drauf. Also vielleicht liegt es nur an mir, aber ich bin so ein bisschen satt mit diesem zynischen, das ist die moderne Kriegsführung-Setting. Wisst ihr ungefähr, was ich meine? Ja, das ist ja egal. Die Leute, die zuhören, müssen es wissen. Ja, aber ich wollte jetzt irgendwie so eine Reaktion aus euch rauskitzeln, weil ich merke, dass ich seit einer Minute... Dieser verdammte Stuhl, ihr müsstet das sehen. Ja, wirklich, das ist so schade. Da müsste es jetzt mal wirklich so eine Videoübertragung davon geben, weil dieser Stuhl, auf dem Tim sitzt, ich weiß gar nicht... Das ist der Katapultstuhl. Ja, da springt immer so eine Feder raus oder rein oder keine Ahnung, was passiert. Und die Leute, die drauf sitzen, werden erstmal so 10 Zentimeter nach oben katapultiert. Das sieht immer sehr lustig aus. Boing. Eigentlich ist das Transstuhl und er ist aber zu lethargisch, da was gegen zu machen. Und nimmt es einfach immer hin, ohne Widerworte. Stimmt, er regt sich immer nur auf und lacht dann. Da ist dieser scheiß Stuhl, ey. Und bleibt dann aber trotzdem sitzen, egal. Aber ja, was sagt ihr denn zu Far Cry? Ich wollte gerade einmal anhaken, um ein paar popkulturelle Referenzen jetzt zu bringen. Hostel. Hostel? Das war echt mein erster Gedanke. Ja, schon ein bisschen, gut. Also ich fand, da traf irgendwie so der Anfang von... Oh, nee, Moment, das darf ich nicht sagen. Das gibt es hier nicht in Deutschland. Das Spiel musste ich eben schon denken, als Wolf meinte Sonneninsel und Machete und so. Es ist leider kein Garant, automatisch für ein gutes Spiel. Es gibt nur halt keine Untoten. Ja, das kann man generell mal sagen. Ich glaube, jetzt weiß man, jetzt zum Beispiel auch bei Mario Party. Ja. Obwohl, wir zeigen jetzt Buchen. Und dann irgendwie noch The Beach.
Ja. Und dann war noch eine Resident Evil 5 Szene drin. Total. Das also, es war schon schön zusammengekloppt. Das ist ein schöner Render-Trailer. Ob ich nachher Lust aufs Spiel habe? Wir hatten das doch damals... Nee. Hatten wir das nicht zusammen irgendwo gesehen? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, irgendwo hatten sie ja mal ein paar Minuten Anfangs-Gameplay gezeigt. Das hat mich nicht so überzeugt. Ja. Ich glaube, damals zur E3 oder so. Nee, ich glaube, auf der Gamescom habe ich es mit Eddie oder, gesehen. Oder so. Und, ja, man muss abwarten. Man muss abwarten. Aber ich glaube, also die Macher sagen ja immer wieder, es kann natürlich sich auch als schlechter PR-Bluff entpuppen, aber ich hoffe es zumindest, dass sie warm machen, was sie ankündigen. Dass warm sie nämlich warm machen. Warm machen. Nee, dass sie wieder, dass sie extrem, extrem ist immer so ein Ausdruck, aber dass sie viel Wert auf die eigentliche Story legen und auch auf die Charaktere und so. Und wenn sie da ein bisschen geschickt vorgehen, dann habe ich auch da. Naja, nicht hohe, aber zumindest Hoffnung, dass ich vielleicht mal einen Shooter habe, der mich emotional wirklich, wirklich irgendwie reinreißt und mir den Hauptheld näher bringt und ich wirklich interessiert an den Figuren, an den Menschen, an ihren Geschichten bin. Also was ja zum Beispiel so ein, ja, jetzt geht wieder das Gehate los, aber so ein Call of Duty jetzt nicht kann, obwohl die alles versuchen, um mich zu manipulieren und mich emotional da zu schockieren und reinzureißen und ich soll diese harte Unmenschlichkeit des Krieges spüren. Naja, ey, bei Call of Duty, wenn ich den fünften Helden spiele, der am Ende dann erschossen wird aus Ego-Sicht, finde ich es jetzt auch nicht mehr schockierend. Also da bleibt ja jetzt bei mir persönlich nicht viel hängen. Und wenn sie bei Far Cry es vielleicht ein bisschen reduzieren auf zwei, drei wichtige Leute und auch den eigentlichen Bösewicht, diesen, wie heißt der nochmal, der hat so einen komischen Namen, Fassa, Foss, irgendwie was mit V, ich weiß nicht. Auf jeden Fall der Ultra-Böse, um den es da geht, der soll auch charakteristisch irgendwie gut ausgearbeitet sein und es soll eine relativ interessante Geschichte geben. Also wenn sie da ein bisschen was abliefern, dann was soll ich sagen? Ich freue mich einfach drauf. Ich bin immer noch skeptisch am Ende. Es ist ja, habt ihr das gehört, wie ich geatmet habe? Das war so ein bisschen. Ich hab, als hätte ich irgendwie was eingeschlonzt, so eine Fliege. Ja, so eine Fliege beim Joggen. Nee, ich wollte eigentlich nur sagen, dass sie auch noch ein bisschen Zeit haben für den dritten Teil, denn er kommt erst im September. Am 6. September in Europa kommt das Spiel in den Handel und von daher ist es vielleicht so ein bisschen verfrüht, sich extrem drauf zu freuen oder schon zu verdammen. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann sage ich, ich freue mich drauf. Ey, ist Far Cry. So ganz schlecht wird es schon nicht sein. Nein, auf keinen Fall. Ja, aber es muss besser sein als der zweite, den fand ich mich echt scheiße. Rebellenstützpunkte, die sich immer wieder neu befüllen, obwohl man sie geleert hat, wo alle 10 Minuten einfach die Gegner aus dem Nichts wieder spawnen und man keine 5 Meter gehen kann, ohne da angegriffen zu werden. Aber so ist das doch mit Ureinwohnern in der Steppe. Dass die immer wieder geboren werden. Ja, die kommen auf einmal aus dem Nichts. Die kommen einfach, ja, und bemannen wieder die Schütztürme. Das nervt mich auch tierisch, wenn ich durch Afrika fahre. Nee, das zum Beispiel hat mich in Far Cry wirklich, wirklich genervt. Also in Far Cry 2. Apropos Afrika. Ja? Jetzt bin ich auf die Überleitung gespannt. Ich auch. Das hat sich ja nicht so gut verkauft in Afrika, das Gears of War. Ja, okay, aber ey, es war ein Versuch. Ja, stimmt. Ja. Wie kommst du denn darauf, Tim? Ich könnte jetzt nochmal versuchen, eine wunderbare Geschichte zu erfinden oder einfach sagen, dass hier die Überschrift als nächster Punkt steht. Gears of War 3 DLC, Forces of Nature angekündigt. Ja, das habe ich eigentlich nur aufgenommen wegen Chris, weil ich gehofft hatte und mir gewünscht, dass er beim Podcast dabei ist. Und er ist so ein großer Fan von Gears of War 3 und jetzt ist er aber leider vor 11 nicht kommt da. Chris ja auch nicht. Nee. Oh. Ja, dann müssen wir wohl direkt weiter. Nein, wir können es ja mal kurz erwähnen. Es kommt Ende März neue Add-on-Content. Es sind im Grunde genommen 3 Multiplayer-Karten. 3 neue und 2 alte. Und es soll ein paar neue Achievements natürlich geben. Es soll sogenannte Easter Eggs geben. Das heißt, es sind ein paar Spezialwaffen dabei. Viel mehr weiß man im Detail aber auch nicht. Ach, jetzt ist auch Chris da und er winkt gleich blöd ab. Ach ja. Zufälle gibt es jetzt Chris da. Scheiße. Wieso? Ich habe mir Singleplayer, Multiplayer, Horde-Content gewünscht. Und nicht 75% der Download-Content-Inhalte sind Multiplayer-Inhalte. Aber ja, finde ich auch scheiße. Nicht so schön. Naja, aber das ist ja. Hey, du spielst doch immer Multiplayer. Ja, ich spiele Multiplayer, aber die Maps, die da sind, sind doch auch schon gut genug. Und ich hätte gerne was für Horde-Modus gehabt, entweder. Oder aber für Singleplayer. Singleplayer haben sie bewiesen, dass sie es können. Nochmal schön 3 Stunden Content mit Shadow of Ram nach Ram Shadow. Ram Shadow. Ramen. Ramen. Ramen Spinat. Aus dem Ramen gefallen. Gut. Und da hätte ich gerne nochmal mehr Einzelspieler-Content gehabt. Naja, so ist halt der letzte Download-Content, müssen wir mal schauen, ne? Wir geben das mal an Microsoft weiter, würde ich sagen. Danke, aber gib den doch ruhig weiter, dass wir jetzt in Deutschland Gears of War 2 Content nämlich haben dürfen. Stimmt, das Map-Pack ist hier offiziell rausgekommen. Ist offiziell in Deutschland zu Gears of War 2. Ist damit, ich habe es nicht so verfolgt, noch offiziell bestätigt. Aber es darf nachgeprüft werden, oder wird wohl nachgeprüft. Beide Spiele, die indiziert sind aus der Reihe. Bisher
Ich dachte, man startet bei Gears of War 2. Bisher ist nur Download-Content zu Teil 2 verfügbar. Okay. Wie es bei anderen Spielen ist, weiß ich nicht. Da muss man mal abwarten. Ja. Ich muss einfach nur Tee trinken. Aber wer will das jetzt noch spielen, frag ich. Ach du, vielleicht gibt es noch Leute, die sich jetzt gerade neu erst eine Xbox kaufen. Warte mal ab. So, ey, die sagen einfach, ey, es gibt 10 neue Achievements. So, schon sitzt ihr doch wieder am Pad. Schon ist Fabian wieder am Pad. Nein. Wie die Heroin-Junkies. Stell dir vor, ein paar Leute, die kaufen sich jetzt erst eine Xbox für 150 Euro und dann stellen die, jetzt rein fiktiv gedacht, weil die Spiele indiziert sind, aber die würden eine Trilogie in den Laden stellen für einen normalen Spielepreis. Das würden sich dann schon noch ein paar Leute holen. Ey, würde ich auch knallhart mir nochmal kaufen. Obwohl ich 2 von den 3 Titeln schon habe. Aber ich mag einfach Boxen. Ich stehe einfach auf Boxen. Ich mag das. Wenn ich Dinge, die zusammengehören... Ich wollte es gerade sagen. Ja, nicht schlecht. Wenn ich Dinge, die zusammengehören, wenn ich die in einer knackigen Box im Regal habe, deswegen würde ich auch so eine. Oh, dann haben wir ja sogar eine Überleitung mit Boxen. Ja. Noch cooler als Boxen sind virtuelle Prügelspiele. Ja. Auch wenn es da leider keine Pressekonferenzen gibt, wo sich. Das wäre aber eigentlich auch mal was. Eine Pressekonferenz zum nächsten Dead or Alive oder so, wo sich die Leute dann echt kloppen. Weil Tekken-Fans... Aber so war das doch beim Boxen, oder? Meine ich ja, deswegen finde ich, das ist der einzige Punkt, wo echtes Boxen virtuellen Prügeln noch was voraus hat. Ja, da prügeln sich wirklich manchmal. Wenn jetzt Gamescom wäre, dann hätte das irgendwie mal jemand aufgreifen sollen und eine lustige Verarschung dessen machen sollen. Und wenn es nur inszeniert wäre, aber vielleicht entsteht dann wirklich so eine Prügelei. Man weiß ja nie, es hat alles so eine gewisse Eigendynamik. Dynamik wird das auch, wenn es möglicherweise irgendwann mal ein Crossover, nämlich der Gestalt gibt, Dead or Alive Cross Virtual Fighter. Jetzt nach dem großen Erfolg, das sagen wir jetzt schon, von, was Street Fighter Cross Tekken oder Tekken Cross Street Fighter? Beides. Ja, aber was gibt's jetzt zuerst? Street Fighter Cross Tekken. Wer hat das denn gesagt? Genau, Studioleiter, und das muss ich jetzt ablesen, Yosuke Hayashi hat gegenüber der Zeitschrift Edge erwähnt, dass er sich so ein Crossover aus eben Dead or Alive und Virtua Fighter durchaus vorstellen kann. Was ich spontan erstmal ein bisschen komisch finde, weil Virtua Fighter, zumindest als die Serie angefangen hat, stand ja so mehr für das in Anführungszeichen seriösere Kämpfen. Also es war jetzt nicht übermäßig effektgeladen, die Steuerung war jetzt nicht so eingängig. Also das war so ein Spiel, das muss man wirklich üben und trainieren. Das war relativ trocken, hat aber die meiste Spieltiefe gehabt. Und Dead or Alive ist ja eigentlich so das genaue Gegenteil davon. Also da geht es halt um krachige Effekte, um Weiber mit dicken Titten. Die Kämpfer wurden immer bescheuerter. Und das so in einer Liga zu sehen oder so ein Crossover zu machen, halte ich als Idee für gewagt, aber nicht uninteressant. Naja, ich finde auch, es passt sowohl was den spielerischen Anspruch angeht, als auch stilistisch, was die Charaktere und sowas angeht, eigentlich gar nicht zusammen. Und also ich habe das jetzt der Vollständigkeit halber mal aufgenommen hier als News, weil das beides relativ große Franchises sind, aber mich persönlich reizt es jetzt auch gar nicht. Ich finde auch generell, dass die ganze Mash-Up-Geschichte bei Beat'em-Ups jetzt mit Street Fighter Cross Tekken und Tekken Cross Street Fighter und Marvel vs. Capcom und wirklich einer ganzen Latte an anderen Sachen, die es in letzter Zeit gab, da rufst du halt meiner Meinung nach auch nicht mehr, außer bei einer Handvoll Hardcore-Fans, nicht unbedingt noch Jubelstürme jetzt hervor. Also meine Meinung. Ja, also so, das stimmt schon. Also wirklich neu, weltbewegend ist die Idee jetzt nicht, aber ich bin prinzipiell immer so Crossovers gegenüber nicht abgeneigt. Also wenn die ein bisschen pfiffig sind, ein bisschen clever sind, dann glaube ich, kann man da eine Menge Spaß haben. Also das beste Beispiel für mich ist Marvel vs. Capcom. Einfach, weil die Breite der Charaktere da so groß ist, dass man wirklich irgendwie, also sowohl Marvel als auch Capcom, die können ja wirklich in ihrem Schatzkistchen kramen und die abgefahrensten Charaktere rauszaubern, von denen man seit 30 Jahren nichts mehr gehört hat. Aber es gibt so 4,5 Fans weltweit, die finden es super geil. Oh geil, mit dem wollte ich schon immer mal spielen. Und da bin ich mir zum Beispiel, also da wäre ich mir nicht sicher, ob bei Dead or Alive Cross Virtua Fighter, ob da wirklich so wahnsinnig viel interessantes, hochgradig nerdiges Zeug bei rumkommt. Also ich finde, die Charaktere in Virtua Fighter finde ich jetzt nicht sonderlich aufregend. Und in Dead or Alive, naja, ich meine, Gott, du hast dann halt Zack mit seinem grauen Iro und ansonsten hast du halt die ganzen Weiber mit den dicken Hupen und halt bescheuerte Endbosse, die von Teil zu Teil echt bekloppter wurden, aber ob das jetzt so den ganz großen Nerd-Aufschrei bringt, weiß ich auch nicht. Also ich finde die Idee nicht komplett uninteressant, aber ob man jetzt diese beiden Titel unbedingt vermixen soll, weiß ich nicht. Da fällt zum Beispiel das Gerücht spannender, dass angeblich Sony selbst mit den eigenen Charakteren so eine Art Crossover-Mashup-Spiel plant. Ob das jetzt ein Prügel, also ob das überhaupt kommt, weiß man nicht. Ob das ein Prügelspiel wird, weiß man nicht. Aber also das finde ich als Idee schon wieder
echt lustiger, weil du da von Kratos über... Ico. Wie? Ah ja, Ico und Wanda aus Shadow of the Colossus und so. Also da kann man echt ein paar Leute zusammenwerfen, die halt so diesen gewissen Freak-Bonus haben. Aber jetzt bei Dead or Alive, Cross, Virtua Fighter, ja, kann man machen, muss man nicht, sag ich mal. Also ich freue mich eigentlich nur auf Phoenix Wright, Cross, Professor Layton. Da bin ich mal irgendwie gespannt, was sie da für ein Spiel draus machen. Übrigens soll, vielleicht war das auch nur ein Gagbericht, aber der Kinofilm zu Phoenix Wright hier von Takahashi Miike soll angeblich wirklich sehr, sehr gut sein. Ernsthaft? Ja, wirklich sehr gut. Sag. Also so gut, dass Leute aus dem Film kommen und Bock auf das Spiel bekommen haben. Krass. Habe ich gelesen. Also ist das der überhaupt schon fertig ist, der Film? Ja, in Japan halt, ne? Also sehr, 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 sehr authentisch und originalgetreu. Also wirklich selbst die Kostüme werden wohl 1:1 aus dem Spiel und das soll wohl angeblich der nächste große Videospiel-Kinofilm sein, so nach Scott Pilgrim. Angeblich. Okay. Boah, krass. Sag ich nur mal, also... Das hätte ich nicht gedacht. Meine Pilgrim ist ja aber ein Comic. Ja, ich weiß, ein Comic, aber ich meine, der arbeitet ja auch so ja, mit wir den... Wir wollen hier... Wir wollen... Ja, ich weiß, was Comics angeht, verstehst du keinen Spaß. Aber jeder weiß doch, was gemeint ist. Du kleiner Klugscheißer. Ja, irgendwer muss... So, und zur Not muss jetzt die nächste Meldung anmoderieren. Oh ja, ich werde dir gleich dazwischen quetschen, weil ich glaube, dass da ein Fehler drin ist. Was? Dann. Ja. Soll ich es jetzt musst du ja, gucken, wo sind wir denn wir sind eigentlich? Hier bei Assassin's Creed Revelations, das ich ja so toll fand. Deswegen überlege ich gerade, wie ich es nicht ganz so formuliere, dass man raushört, dass ich da nicht so viel Bock drauf habe. Ach, kannst du ruhig, wir sind ja unter uns, das hört eh keiner. Und außerdem versuche ich, diese 7 Millionen zu umspielen, weil ich glaube, dass genau das der Fehler ist. Ja, ich glaube da bei der Quellmeldung oder News, die wir benutzt haben, könnte es sein, dass da wieder ein Fehler gemacht wurde zwischen ausgeliefert und verkauft. Mhm. Auf jeden Fall ist die News eigentlich... Glaube ich, unabhängig davon kann man das trotzdem sagen, dass auch Assassin's Creed Revelations trotz aller Kritik an den immer gleichen Mechanismen und den wenigen Änderungen und den teilweise nicht mal gelungenen Neuerungen, die es gab, wieder ein Millionenseller geworden. Wenig überraschend. Ja. Und in dem Zusammenhang hat man jetzt auch schon gehört, dass Yves Guillemot, der CEO von Ubisoft, in einer Telefonkonferenz erwähnt haben soll, dass am 30.10. schon Assassin's Creed 3 rauskommen soll. Ey, ich weiß nicht, wirklich, da haben wir uns ja auch schon tausendmal drüber unterhalten, aber selbst ich als Assassin's Creed-Fan bin der Meinung, so langsam ist jetzt mal gut. Also ich kann wirklich gut mal ein Jahr verbringen ohne Assassin's Creed. Also vielleicht liegt es auch daran, dass ich gerade jetzt vor einiger Zeit erst Assassin's Creed Revelations angefangen habe und das jetzt auch schon wieder pausieren musste, weil ich kurz mal Darkness durchspielen muss und so. Also alle Leute haben Assassin's Creed ja schon hinter sich, aber ich bin jetzt gerade noch im Finale, in Anführungszeichen. Mhm. Und wenn ich jetzt lese, dass in 8,5 Monaten quasi oder 8 Monaten schon wieder das nächste Assassin's Creed kommt, was ja angeblich jetzt wirklich mal radikal neu sein soll, mit einem neuen Helden, neues Setting, neue Zeitepoche, alles neu, aber jetzt schon wieder in diesem Jahr, dass sie da nachlegen, ich finde, so allmählich verscherzen sie sich auch bei den größten Fans. Also du kannst so eine Begeisterung echt schwer aufrechterhalten, wenn du jedes Jahr immer noch einen draufsetzt und nochmal nachlieferst und nochmal nachlieferst. Mhm. Und auch hier wieder, ey, ich glaube, so den Aktienkurs wird's freuen und die Leute werden eine Menge Geld damit machen im Ubisoft-Vorstand, aber so langsam wird die Serie so ein bisschen beliebig, befürchte ich. Was ich wirklich schade finde, weil ich immer noch sehr, sehr gelungen, sehr, sehr gut und auch echt sympathisch finde. Also Assassin's Creed, als es angefangen hat, fand ich das schon eine sehr coole Idee. Da war das wirklich was Neues. Dieser Innovationsbonus ist jetzt ein bisschen weg, aber ich befürchte, dass sie die Serie wirklich, auch längerfristig beschädigen, wenn sie jedes Jahr ein neues Assassin's Creed raushauen. Also das wirkt einfach nach einer Masche und nach Geldmacherei. Und ja, ich glaube, dass wirklich auch große Fans damit ein Problem haben. Gut, vielleicht, also es ist ja noch keine definitive Ankündigung erfolgt, vielleicht stellt sich das auch als Ente heraus, aber ich befürchte leider dass wir im Herbst Assassin's Creed 3 sehen werden. Es könnte aber ja auch noch sein, dass sie halt wirklich das letzte mit eher so einem kleinen Team gemacht haben, weil es ja doch vom Fundament her sehr stark aufbaut auf den vorhergehenden Teil und sie vielleicht nicht alle Ressourcen da reinpacken mussten und schon länger am wirklichen dritten Teil arbeiten, aber so richtig glauben kann ich es leider eher dann auch nicht. Also um mich gnädig wieder zu stimmen und mein Fanfeuer wieder voll zu entfachen, müsste Assassin's Creed 3 so ein Schritt gegenüber zum letzten Assassin's Creed sein wie GTA 3 zu GTA 2. Also sowas radikal Neues, ja, womit keiner rechnet. Was auch die ganzen Leute gewinnt, die jetzt Assassin's Creed nicht so toll und langweilig finden.
Aber das kann ich mir wiederum kaum vorstellen. Also ich glaube, die sind jetzt auch in der Zwickmühle, die sollten es oder dürfen es wahrscheinlich nicht zu radikal neu machen, weil die Leute dann schreien, ey, aber das ist jetzt nicht mehr Assassin's Creed, wo ist Ezio, wo sind meine Kurtisanen, warum kann ich mich nicht mehr im Heuhaufen verstecken? Und ich glaube auch, dass sie möglicherweise das Problem haben, dass wenn sie ein paar Features jetzt wieder streichen, die mir bei Revelations jetzt so semi gut gefallen haben, zum Beispiel dieses Tower Defense, dieser Mechanismus. Das war mega schlecht einfach. Fand ich, also beim ersten Mal fand ich es noch halbwegs lustig und dann habe ich rausgefunden, dass sobald deine Lager da angegriffen werden, dass du das immer wieder machen musst. Ja. Und da hat es mich spontan tödlich gelangweilt. Kurze Zwischenfrage, weil mich das echt kolossal genervt hat, dass du es jemals geschafft. Also das ganze Spiel ist ja eigentlich total simpel, das Minispiel, aber sobald am Schluss dieses Fahrzeug da durchfährt, ich habe das ganz oft einfach nicht kaputt gekriegt, das hat, alle von meinen Leuten haben das angegriffen, das fährt ja dann da durch, ja, dieser Rambock da, und ja. Ballert hinten dein Haus kaputt und ich habe das fast nie geschafft, das zu zerstören, das hat mich kolossal abgefuckt. Du wirst lachen, aber ich habe es bislang immer geschafft. Aber es war wirklich auch, es war echt immer sehr, sehr knapp, also ich ahne schon, irgendwann wird eine Schlacht kommen, die werde ich ja nicht mehr gewinnen können, weil es immer so knapp war. Entschuldigung. Ja, nee, das war's nicht. Aber du weißt ja, dass du musst da, kannst da in jedem Turm so, das hat mal jemand lustigerweise in einem Kommentar geschrieben unter den News-Podcast, als ich mich darüber aufgeregt habe. Unsere klugen User. Wenn du einen Assassinen voll ausbildest auf Level 15, kannst du ihn quasi da reinpflanzen und dann kann dieser Turm nicht mehr angegriffen werden. Und das habe ich dann tatsächlich auch gemacht mit allen diesen Türmen, damit ich einfach dieses Element aus dem Spiel raus hatte. Das muss man noch machen. Blöderweise, wie gesagt, ich habe ja Revelations vor kurzem erst angefangen, bin noch nicht so weit. Und mein Assassine, der zumindest auf Level 11 oder 13 ist, der ist halt ungelogen, ich glaube, seit 2 Stunden ist er auf dem Auftrag. Ich weiß nicht, ob ich den nie wiedersehe. Und alle anderen, die muss ich halt erst längerfristig hochleveln. Also bis ich dahin komme, dass ich die in die Türme setzen kann, dauert es noch ein bisschen. Aber egal, lass uns nicht zu sehr über Revelations reden. Auf jeden Fall, ey, ja, wie gesagt, Assassin's Creed. Eigentlich müssen sie für Teil 3 was wirklich Neues, Innovatives, bahnbrechend, Ungesehenes bringen. Glaube ich aber nicht. Und deswegen weiß ich nicht, ob das der Serie so gut tut. Mehr wollte ich dazu nicht sagen. Und ich grüße meine Eltern. Okay, ich ziehe jetzt nochmal was vor, was ich eigentlich am Ende aufgeschrieben hatte, aber ich dachte, mit so einem Downer möchten wir irgendwie nicht aus dem Podcast. Okay. Und zwar wurde jetzt bekannt, dass Lucasfilm und Lego ihr Lizenzabkommen um 10 Jahre verlängert haben, was Lego-Spiele mit Star Wars-Lizenz uns noch für weitere 10 Jahre bescheren könnte. Jetzt frage ich mich, wenn wir jetzt die totalen Gerüchte Superfüchse wären, heißt es jetzt, es kommt noch eine neue Filmtrilogie raus? Oder heißt es, es gibt nochmal Lego-Spiele, die auf den alten Filmen oder auch der neuen Trilogie basieren? Oder es gibt noch mehr Lego-Clone-Wars-Spiele? Ich meine, was willst du noch machen? Die haben wirklich alles schon gemacht. Also das ist wirklich nur Film. Das heißt, es gibt ja noch dieses Buchuniversum quasi, was dann zwischen zum Beispiel The Old Republic... Knights of the Old Republic. Was war denn jetzt das MMO, was? The Old Republic. Das ist ja eine riesen Zeitspanne zwischen, was aufgefüllt wird mit ganz anderen Geschichten. Ja, aber da frage ich mich, das ist ja schon wirklich sehr, sehr Hardcore-Fan orientiert. Also ob du darum ein Lego-Spiel stricken kannst, wo dann 80% der Star Wars-Leute sagen, ja, was sind denn das für Charaktere? Die habe ich ja noch nie gesehen, das kenne ich nicht. Selbst ich könnte dir jetzt nicht mal, und ich kenne mich ganz gut aus mit Star Wars, all diese Geschichten, die auch immer wieder nur deswegen rundherum erfunden werden, um dann noch neue Bücher und Figuren und Comics und was weiß ich verkaufen zu können. Nein! Doch. Das hat George Lucas nicht so ausgedacht. Der hat da nicht so eine Enzyklopädie geschrieben, wie die Frau, die Harry Potter gemacht hat. Die hat ja angeblich von allem einen Plan gehabt, von vornherein. Das kann mir George Lucas aber leider nicht erzählen. Und jetzt habe ich auch den Faden verloren. Aber ich glaube nicht, dass es so Hardcore-Dings zu irgendwelchen Ablegern geben wird, die eigentlich kein Schwein kennen. Vielleicht switchen sie ja die Hauptcharaktere durch, dass man mal Lando Calrissian spielt, nur ein Spiel lang. Das konnte Lego, man doch alles schon. Es gab immer irgendwie fast 100 Charaktere. Oder den A-Wing-Piloten auf Hoth. Dass man den einfach mal so einen Alltag sieht, dass er dann zu Hause sitzt und Tee trinkt, so im Lego. Außerdem, ich glaube, ihr denkt einfach viel zu eng. Man kann die heitere Geburtstagsparty mit Jar Jar Binks machen. Das Kinect-Spiel. Hast du so Mario-Party-Klon, du hast diverse Kinect-Spiele, kommt ja auch bald der Star Wars Kinect raus. Stimmt, ich glaube, es wird nicht gut übrigens. Nee, ich glaube, es wird richtig scheiße, aber ich muss zugeben, die letzten 2 Trailer, die waren echt relativ lustig. Das mit dem kleinen Mädchen, also relativ lustig.
weitaus besser als Gameplay-Szenen zu zeigen. Aber ich, also ich glaube, ich meine, guck mal, für 10 Jahre, das heißt, sag mal, wenn alle 2 Jahre ein Spiel käme, sind es ja auch nur 5 Spiele, in Anführungszeichen nur. Also ich glaube, das ist durchaus machbar, wenn man sich dann halt nicht sklavisch an die Filmvorlagen hält, sondern einfach mal so ein bisschen wildert und einfach, du kannst ja echt so Partyspiele machen, kannst Geschicklichkeitsspiele machen, du kannst irgendwie noch einen Podracer, könntest du nochmal rausbringen. Das Problem ist ja daran, dass die Traveller's Tales, die Entwickler, die können aber kein anderes Spiel als das, was sie jetzt schon über 10 Jahre machen. Ich meine, an den ganzen Lego Batman, Star Wars, Indie, ja, Harry Potter, das ist zu 80% immer das gleiche Spiel. Das ist jetzt gemein, das stimmt auch nicht. Aber die können, glaube ich, gar keine anderen Genres und Spielkonzepte, ehrlich gesagt. Aber wir müssen ja auch sehen, 10 Jahre, in 10 Jahren, was da quasi hardware-mäßig schon wieder alles da ist. Ja. Wer weiß, was ich da noch quasi für Chancen dann... Vielleicht spielt man dann ja... Vielleicht gibt es auch keine Konsolen. Vielleicht baut man sich sein Spiel dann selber. Das wäre ziemlich geil. Also was ich nicht glaube, ist, dass es noch eine Filmtrilogie gibt. Zum einen hat George Lucas gesagt, also dass er jetzt... kann natürlich auch wieder... Ich meine, George Lucas ist Geschäftsmann. Der ist als erstes Geschäftsmann und als zweites Filmemacher. Und ich glaube, der hat einfach keinen Bock mehr auf Filme. Also der möchte, glaube ich, einfach keine Filme mehr drehen. Der hat auch letztens gesagt, irgendwie, er versteht es gar nicht... Immer wenn er irgendwas an Star Wars ändert in neuen Editionen, rasten immer alle Leute aus und halten es für das Ende der Welt, wo ich ihm auch direkt links und rechts eine scheuern könnte für so eine Dummbatz-Aussage. Hey, ich raff's gar nicht, warum sind alle böse, wenn Greedo auf einmal zuerst schießt? Nö. Also ich glaube nicht, dass er nochmal Filme macht, und ich glaube, dass selbst so ein Volltrottel wie George Lucas gemerkt hat, was er Star Wars angetan hat. Also, wenn den Podcast hört, jetzt ist er voll traurig. Ey, wenn der in den Podcast hört, Alter, der zündet sich mit 100-Dollar-Schein, zündet er sich seine Zigaretten an, die er dann sofort wegwirft, weil er nicht Raucher ist, einfach nur, weil er es kann. Also ich glaube, das ist ihm ziemlich egal, wie so ein Typ wie ich Star Wars findet. Also ich glaube, Star Wars, was Filme angeht, ist ja wirklich durch, deswegen würde ich jetzt nicht auf eine weitere Trilogie hoffen oder sie befürchten wohl eher. Ja, und was diese Lego-Dinger angeht, ey, ja, oh mein Gott. Ich glaube, die machen da schon was, wirklich. Und am Ende wird's wie Padmes großer Shoppingbummel auf Coruscant. So, zack, eine Gesellschaftssim im Star Wars-Universum, ja, mit Lego-Look. Oder vielleicht das verkauft sich auch ein Lego-MMORPG für Kinder, aber mit monatlichen Gebühren. Das würde bestimmt auch super funktionieren. Hat das nicht schon mal ganz großartig funktioniert? Ja, also ich glaube, die haben da ein paar sehr, sehr heiße Konzepte in der Schublade. Naja. Ja. Aber auf jeden Fall sieht man, ey, Lego erneut die Star Wars Lizenz für 10 Jahre, da sieht man ja schon, wo die Zielgruppe mittlerweile liegt und wen das primär anspricht. Hört keiner gern, aber Leute, Star Wars ist schon für Kinder. Ich habe das auch schon oft gehört mittlerweile, dass es echt viele Kids gibt, die sich auch identifizieren mit der neuen, also eigentlich mit der ersten, aber mit Episode 1 bis 3 und die auch Jar Jar Binks cool finden und die Kampfdruiden und was es da alles gibt und so, sowas, was an uns einfach vorbeigeht. Aber es gibt so eine Generation an Kids, die finden das voll cool. Die finden auch, also Clone Wars ist ja wohl auch nicht so schlecht, aber ich konnte mich da auch nie irgendwie mit anfreunden, mit der Serie. Aber es gibt da definitiv einen Markt für. Wir sind da einfach eine andere Generation. Deswegen, das klingt so zynisch, aber deswegen finde ich das rein vom Ansatz her, finde ich das gar nicht mal so dumm. Also wir haben jetzt die erwachsenen Hardcore-Star-Wars-Fans werden jetzt mit Old Republic bedient. Mhm. Und ja, die eher die jüngere Generation, die wirklich auf den jungen Anakin Skywalker und auf Jar Jar und auf den ganzen Scheiß steht, die freuen sich dann vermutlich über weitere Lego-Titel. Also so gesehen ist das wirklich gar nicht mal so dämlich, das so auszurichten. Also, ach ja. Ey, im Prinzip ist es mir auch egal. Meinetwegen kann jedes Jahr ein Star Wars-Spiel rauskommen. Spiele ich nicht, interessiert mich nicht. Star Wars ist tot. So, weiter hier, komm, was für eine Scheißnachricht. Mann, wirklich ein Downer. Obwohl Star Wars ist tot, Leute, jetzt tut doch nichts. Handel mit S. Jeder weiß es. Star Wars ist vorbei. Okay. Da kommt nichts mehr. Gut, die letzte Nachricht fand ich ganz positiv, obwohl ich sagen muss, es ist den ersten Teil, was eigentlich eine Schande ist, nur mal so eine Stunde oder so gespielt habe. Der hat mir echt gut gefallen, aber dann kam was anderes. Aber ihr habt den bestimmt durchgezockt und könnt dazu was sagen. Es geht um Darksiders. Es soll nämlich Ende Juni der zweite Teil erscheinen, was mich überrascht hat, weil ich dachte, das wäre so ein typischer Herbsttitel, der irgendwie September, Oktober oder so erscheinen würde, aber kommt jetzt im Sommer. Und ja, habt ihr Teil 1 gespielt? Ja, ich habe Teil 1 gespielt, ich habe es auch durchgespielt, fand es auch wirklich ziemlich gut. Red auch gerne drüber, ich empfehle es Leuten auch ganz gerne. Also es hatte eindeutig seine Problemchen. Wer Darksiders jetzt nicht unbedingt so parat hat, müsst ihr euch vorstellen, wie ein, auch das hört man nicht gern, aber so wie ein erwachsenes Zelda. Wieso hört man das nicht gern? Ja, weil, ey, wenn du sagst erwachsenes Zelda, dann kommen sofort 8000 Mails. Ey, was soll denn das heißen? Zelda ist ja wohl für Erwachsene, so kein Kiddie-Spiel, so, lol, du hast das? Nur keine Ahnung. Ne. Komm von deinem hohen Ross runter, Wolf, du Arsch.
Aber trotzdem, ich sag's, Darksiders ist wie... Wie schön ist mir, wenn er jetzt hier auf so einem Pferd sitzt. Ja, genau. So von oben herab. Nein, also wirklich, es ist, es geht um Kämpfe. Die Kämpfe so ein bisschen, ganz ein bisschen God of War angehaucht, mit vielen Kombos, Quicktime-Events. Und das eigentliche Spiel sieht so aus, dass man eine relativ freie Welt hat zum Erkunden, die sich in verschiedene Unterbereiche aufteilt. Man hat Tempel, man musste Artefakte finden, weitere Items, mit denen man dann wiederum in Bereiche vordringen kann, wo man vorher nicht hin konnte, wie bei klassischen Zelda-Spielen, wenn man dann den Boomerang endlich hat oder den Enterhaken. Nur, dass es halt einen eindeutig düsteren Touch hat und so eine Geschichte zwischen, es ist ein Kampf zwischen den Herrschern der Hölle und des Himmels, und in Darksiders 1 war man als Krieg mittendrin, und jetzt gibt es halt Darksiders 2, da spielt man tot. Da haben wir noch zwei apokalyptische Reiter offen. Ja, und darüber haben wir uns auch schon im ersten Trailerpark unterhalten. Ich finde das Design von Tod finde ich ziemlich lahm, muss ich sagen. Also ich habe nochmal drüber nachgedacht, und da hätte ich mir echt was Schöneres gewünscht. Also Tod ist jetzt halt so ein muskelbepackter Typ mit langen schwarzen Haaren und so einer Totenkopfmaske. Und das finde ich hochgradig unoriginell. Der Undertaker? Ja, nur halt nicht mit Bart. Der hat halt irgendwie, der hat eigentlich nur Augen, und darunter hat er keine Nase und keinen Mund, so als hätte er so eine starre Maske direkt aufs Gesicht verpflanzt, die jetzt keine Gesichtsmerkmale hat. Also der Graf von Monte Cristo. Quasi. Bitte, diese literarischen Anspielungen, die rafft doch eh kein Mensch. Deswegen, das bringt doch hier nichts. Ja, genau, aber du wolltest darauf hinaus, es kommt im, genau, 29. Juni haben wir uns hier aufgeschrieben, in Europa. Und ich freue mich auch wirklich drauf. Also, es war wirklich ein sehr schönes Spiel. Es hatte seine Fehler. Es gab ein bisschen zu viel Backtracking. Das Ende hat sich so ein bisschen gezogen. Es war nicht ganz perfekt, aber mir hat es eindeutig gefallen. Und auch das erwähne ich immer gerne. Es hatte ein richtig geiles Ende. Also, will ich jetzt auch nicht sagen. Vielleicht wird es ein oder andere noch spielen. Ja, wirklich. Aber so das letzte Bild, die letzte Einstellung, da hatte ich echt eine Gänsehaut. Da dachte ich, boah, geil. Ich habe Bock auf den zweiten Teil. Das war echt sehr, sehr schön, wie sich das alles dann so auf so einen Punkt zugespitzt hat. Und jetzt kommt der zweite Teil, und ich hoffe, dass sie die Fehlerchen, die der erste noch hatte, verbessert haben. Das sieht ja irgendwie alles ganz gut aus. Die Trailer sind angemessen episch und dunkel. Aber auch hier wieder, ich habe die letzten 3 oder 4 Trailer und Entwicklertagebücher und so habe ich mir gar nicht angeguckt, weil die einfach schon viel zu viel verraten. Also ich will nicht ein halbes Jahr, bevor das Spiel rauskommt, will ich nicht schon wissen, was es alles für Waffen gibt und die komplette Move-Liste schon gezeigt bekommen haben und jeden Endboss und jeden Gegner, und dann gibt es noch eine Featurette über die Welten, und ich weiß irgendwie alles schon. Das hat mich bei, Dante's Inferno, da hat mich das extrem genervt, weil die Monate vorher schon mit Entwicklertagebüchern angefangen haben, da gab es pro Woche oder pro Monat gab es eins, und so kannte ich es am Ende. Ich kannte jede Welt, die ja irgendwie auf den 7 Todsünden beruhte, vom Design her, kannte ich im Vorfeld schon. Ja, hättest du mal vorher das Buch gelesen. Ja, es geht ja nicht. Dann hättest du es auch so schon gewusst. Nein, Wolf, da kommst du nicht mehr raus. Ey, du Eumel, das ist dann irgendwie, nein, ich weiß doch, was Lust und all sowas geben würde, das war mir klar. Aber wie das dann aussehen würde, das wollte ich halt selbst im Spiel erfahren. Aber durch die Entwicklertagebücher haben sie halt irgendwie alles schon gezeigt. So und eine kleine Krankheit der Entwickler. Das fand ich ein bisschen nervig. Und deswegen bin ich bei Darksiders jetzt so, was diese ganzen Trailer-Geschichten und Entwicklertagebücher und Previews und Specials und bla angeht, bin ich ja so ein bisschen ausgestiegen. Also ich freue mich einfach aufs Spiel, aber ich werde bis dahin nicht mehr so wahnsinnig viel drüber lesen und mir angucken, weil ich dann eh schon alles weiß. Ich finde ja generell auch diese Entwicklertagebücher und dann Featurettes über alle möglichen Waffen und Modi, also da findet auch teilweise so eine Selbstüberschätzung statt, weil man dann manchmal denkt, ey Leute, ihr macht ja einfach nur irgendwie ein actionbetontes Videospiel und ihr müsst jetzt nicht so tun, als ist das hier die Arbeit von 10 Jahren Recherchen und ihr inszeniert hier komplett, weiß ich nicht, die Welt des antiken Griechenlands historisch korrekt nach und habt jede Ecke nachrecherchiert. Also es wirkt einfach albern. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich kann das jetzt schlecht festmachen. Ja, das ist auch so ein bisschen wie bei Binary Domain zum Beispiel. Das hast du ja für die Sendung gemacht. Wie lächerlich, übertrieben und albern dieses Voice-Command-Feature mit der emotionalen Beziehung zwischen den Protagonisten da in den Vordergrund gerückt wurde in der Kommunikation über dieses Spiel. Da denkt man manchmal einfach echt, ey Leute, macht mal ein bisschen low. Es ist einfach nur ein Spiel. Und ja. Stört mich ein bisschen. Ja, mich auch. Absolut. Mich auch. Deswegen hört kann das ich, ihr Entwickler? Was? Hört das ihr Entwickler? Ey, ich glaube, denen ist das, ich möchte fast sagen, scheißegal.
Denn die meinen, je mehr Werbung im Vorfeld, desto besser. Und dann kommt, weißt du, dann kommt wieder sowas wie, was nicht, GTA 5, da gibt es den ersten Teaser-Trailer. Im Vorfeld nichts, im Nachhinein nichts. Keine Entwicklertagebücher, kein Blick hinter die Kulissen. Wir besuchen mal Rockstar und gucken, was macht ihr gerade. Und ey, wie wird ein GTA 5 so? Wir haben die coolsten Ideen, wir haben seit 10 Jahren recherchiert, bla bla. Nee, die haben einfach so viel Stil und Selbstbewusstsein, dass sie uns ab und zu mal ein Bröckchen hinwerfen und uns ansonsten dann irgendwie den Hype selbst machen lassen. Also das finde ich mittlerweile echt extrem angenehm, wenn einfach ein Spiel irgendwann mal fertig ist und es einen völlig umhaut. So Red Dead Redemption war auch so. Ich glaube, wenn ich ein halbes Jahr vorher schon mit Werbung zugeballert worden wäre, hätte ich mich nicht so drauf gefreut. Und so kam das für mich relativ aus nichts. Ich wusste da nicht so viel von. Dann kam es. Ich fand es ultra geil. Es hat mich echt beeindruckt. Es war total super und es war absolut perfekt für mich. Mhm. Das ist auch, ich meine, die haben auch wirklich die Qualität, dass sie das schaffen, nur indem sie mal einen Trailer raushauen, dann ein Jahr lang nichts, dass die Leute darüber sich austauschen und Vermutungen anstellen, was bedeutet das jetzt, wer ist der Held, wie ist die Spielwelt, was könnte man da alles machen können. Und ich glaube, ganz viele andere Entwickler haben einfach Schiss, wenn sie nicht jede Woche einen Trailer veröffentlichen, dann geht es einfach unter und niemand spricht mehr darüber und der Hype ist sofort wieder weg. Und das Problem ist ja auch ein bisschen, dass viele, also das klingt jetzt wie so eine doofe Schelte von oben herab, aber es greifen ja auch immer alle Leute auf, alle, nicht alle, aber die meisten Games-Seiten und so, die, für die ist es ein gefundenes Fressen, die posten dann sofort, ja hier, neuer Trailer über die 7 verschiedenen Dolcharten in Assassin's Creed veröffentlicht und ja, da sagt auch niemand mal von wegen, ja Leute, schön, wenn ihr mal richtige News habt, dann machen wir auch mal wieder was drüber. Ja, und deswegen haben wir zum Beispiel sowas wie einen Trailerpark auch nur so alle 2 Wochen und dann mit richtigen Trailern und nicht halt bei jedem Scheiß. Und das würde ich mir wünschen, dass man den Scheiß manchmal so ein bisschen rausfiltert im Vorfeld. Naja. Wobei wir das ja auch nicht immer machen. Ich hatte das mit Lego und Star Wars jetzt auch hier extra drin. Ja, man kann ja auch über alles reden. Das ist ja völlig in Ordnung. Aber ja, ey, wir wiederholen uns. Aber ja. Wöchentliche Video, Trailer, Entwicklertagebücher, Updates muss es wirklich zu keinem Spiel geben. Nicht mal zu sowas wie GTA. Selbst da wird es mich langweilen irgendwann. Ja. Und es muss auch keinen Podcast von uns geben, der länger als eine Stunde ist, deswegen machen wir jetzt Schluss. Aber wir sind auch bei 55 Minuten und 47 Sekunden, ja, fantastisch. Dann schneide ich das Intro und das Outro dran, dann sind es auf einmal 2 Stunden. Ja, genau, und die ganzen Outtakes. Ja, das war's ja schon wieder. Das war eine erquickliche Gesprächsrunde, meine Herren. Sehr schön, vielen Dank. Tim, möchtest du auch noch was sagen? Du streckst dich gerade. Ich gehe dem gerade innerlich. Gleich macht der Stuhl wieder knack und dann haue ich wieder die Ohren weg. Ich habe ihn so gelassen. Ich wünsche auch noch einen schönen Montag. Ich freue mich auf die Vita. Ich freue mich, wenn die übermorgen kommen. Ich muss ja auch ich freue mich auf Alan Wake. American Nightmare, wenn das am Mittwoch kommt. Nein, du freust dich auf SSX, damit wir uns alle auf was anderes freuen. Nee, dann freue ich mich lieber auf die neuen Lego-Spiele. Ja, gut. Haben wir. Einfach um eine Anti-Position zu beziehen. Du bist so Anti, ne? Das nervt. Oh Mann. Das macht mich hübsch und geheimnisvoll. Das macht dich vor allem hipstermäßig. Na, scheiße. Leg jetzt auf. Alles klar. Leg auf. Tschüss. Tschüss.